Herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stimmi. Und heute das Orakel Italien gegen Wales. Jawohl. Heute mit den Stickern hier. Der Euro 2020 von Panini. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten auch direkt in die erste Halbzeit. Und los geht's. So. Also mein Tipp wäre ein 3:1. Ihr könnt ja schon mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. So, ich bin gespannt. Mit den Stickern hatte ich bis jetzt noch nicht so viel Glück. Bin ich mal gespannt hier. Hier haben wir die Ukraine. Haben wir hier Deutschland. Die spielen jetzt gerade oder spielen gleich. So, dann haben wir hier Dänemark. Dann haben wir hier Nordmazedonien. Dann haben wir hier Polen. Und das war das erste Stickertütchen. So. Wir kommen zum zweiten Stickertütchen. Und zum Ende der ersten Halbzeit schon. So. Ich bin gespannt. So. So. Wir haben hier Belgien, Thorgan Hazard und Eden Hazard. Dann haben wir hier Wales. Hier haben wir Wales mit Joe Roden und Ethan Ampadu. Und das, jo, das 0:1 für Wales. Dann geht's weiter hier mit Italien und das ist schon das 1:1. Jo, nicht schlecht. So, zack. 1:1 jetzt. Gehen wir mal auf Seite hier. So. Dann haben wir hier Spanien. Die spielen heute Abend. Jawohl. Dann haben wir hier Schweden. Und dann war es das mit der ersten Halbzeit. Okay, 1:1 hier. Nicht schlecht. Fängt ja schon gut an. Na. Ja, also wie gesagt, ich denke, dass Italien gewinnt. 2:1, 3:1. Ich bin mal gespannt, was ihr tippt. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt in die zweite Halbzeit. Und los geht's. So. Übrigens mal kein 0-0 hier, nicht wie letztes Mal. Zwei Spiele mit den Stickern und 0-0 gehabt. Hier haben wir Spanien mit Fadi und Morata. Dann haben wir hier die Deutschen mit Draxler. Dann haben wir hier Kroatien. Dann haben wir hier die Niederlande. Dann haben wir Finnland. Und jetzt kommen wir zum letzten Sticker in diesem Orakel. So. Ich hoffe, dass hier noch ein Italiener oder ein Weltspieler drin ist. So. Zack. So, hier haben wir Schweden. Dann haben wir hier Schottland. Nehmen wir nochmal Schottland. Dann haben wir hier Belgien. Und der letzte Sticker ist Österreich. Okay. Das Orakel geht dann hier 1:1 aus. Ja. Okay, würde ich auch mitleben. 1:1. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel. Heute Mittag. 12 Uhr. Oder 16 Uhr, ich weiß noch nicht. Weil heute kommen nur zwei Spiele. Italien gegen Wales und Schweiz gegen die Türkei. Ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.